Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns den New Holland SP400F von Giants Software an. Das ist eine Selbstfahrerbritze, die ihr auch dementsprechend in diesem Pflanzenschutz-Kategorie-Sektor findet. Ja, Standard-Setup 259.000 Euro in der Anschaffung, 13.209 Euro im Leasing. Basisdaten 400 PS Leistung, 568 Liter Diesel, 50 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit und 6057 Liter Volumen. Ihr könnt hier Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger mit einspeisen. So, schauen wir uns das Ganze an, beziehungsweise so viel kann man drüber gar nicht sagen. Ist ein Giants Standardmodell, sprich alles ist ebenfalls auf dem Standard LS19 Niveau angebracht worden von Giants. Das fängt bei den Texturen an, wo man nichts dran ausmeckern kann. Geht weiter hier in den Innenbereich. Das sieht sehr, sehr schnieker aus, beziehungsweise schon fast high-tech, muss man. Na gut, high-tech. Ja, doch, geht. Auf jeden Fall eine Menge Knöpfe, wo man dran rumdrücken kann. Und nur Motorsound. Das Ganze von innen. Auf jeden Fall soweit nice. Wenn wir uns das Ganze mal noch hier am beziehungsweise in der Nacht geben, um zu gucken, wie die Beleuchtung alles so funktioniert, obwohl ich da auch weniger Zweifel dran habe. Normaler Motorstart macht schon mal das Display an, das gibt schon mal eine gewisse Grundhelligkeit rein. Beziehungsweise ist auch die einzige Helligkeit, was das Display hier reingibt. Interessant gemacht, clever, clever. Ansonsten normales Fahrtlicht, Rücklicht, vordere Arbeitsscheinwerfer und aus das Ganze. Blinker sind da, blinken auch, auch wenn sie hier innen nicht mit angezeigt werden, aber sie sind auf jeden Fall da. So, ich habe da schon mal was vorbereitet. Mit X klappt ja die ganze Chaussee auf, das sieht dann dementsprechend auch so hier aus. Ne, wie gesagt, wir erinnern uns nochmal dran, eine Arbeitsbreite von 27 Metern. Die fehlt hier drin, ne? Wohl bemerkt aber noch, liebes Giants Loyal Team hier, ne, da fehlt noch die Arbeitsbreite. Aber ansonsten soweit alles normal. Anschalten und dann B drücken und Spaß haben. Mit der linken Maustaste könnt ihr das Ganze noch justieren nach oben oder nach unten, wie es euch selber geliebt ist. Ja, und ihr seht, funktioniert auch. In dem Fall habe ich jetzt Flüssigdinger drin. Nützt die komplette Arbeitsbreite komplett aus. Und fährt mit 12 km/h maximaler Geschwindigkeit, auch so wie man es kennt. Nur halt diese ganz große Spritze hier. Die Rubicon, die fährt mit 25 km/h oder heizt eher gesagt mit 25 km/h übers Feld. Ansonsten funktioniert das alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, eure Renne. Tschüss.